Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ich glaube, die erste Halbzeit, die können wir aus unserer Sicht getrost vergessen. Wir können froh sein, dass wir nach 20 Minuten nicht zurückliegen. Da haben wir wirklich glückliche Momente überstehen müssen. In der zweiten Halbzeit sind wir da besser reingekommen. Auch wenn das Tor dann fällt, haben wir schon bessere Aktionen gehabt, sind besser im Spiel gewesen. Und ja, nach dem Tor und dann auch mit den Wechseln, vor allem den Wechseln nach vorne, sind wir besser im Spiel gewesen, haben immer wieder Impulse nach vorne setzen können und haben dann ja, durch eine Elfmetersituation dann den Ausgleich machen können. Mit Sicherheit hat Bochum auch Möglichkeiten gehabt, war eventuell auch ein glücklicher Punkt, das muss man ganz einfach zugeben. Und trotzdem haben wir die letzte halbe Stunde alles gegeben und uns das wirklich auch erkämpft. Ich habe dieses Spiel viele Wechsel vorgenommen, weil es einfach Zeit war. Wir sind eine Mannschaft, wir sind nicht einzelne Elf, sondern die Jungs, die jetzt vielleicht gespielt haben, die auch lange verletzt waren, aus Pausen kommen, wie deine Gordon oder Sascha Traut, die standen immer hinter den anderen, haben immer loyal zu den anderen gestanden und angefeuert. Und deswegen war es mir wichtig, auch diese Wechsel reinzubringen. Das hat man vielleicht hier und da gemerkt, bis die Jungs drin waren. Und umso froher bin ich, dass dann Punkt bei rausgesprungen ist. Danke sehr. Ja, ein Tor war zu wenig. Und wir haben Chancen auf mehrere Tore. Und da geht es nicht um Fußball. Ja, also ich finde, dass wir ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Wir hätten in Führung gehen können. Wir machen das nicht. Zweite Halbzeit sind wir in Führung gegangen, obwohl wir nicht richtig gut reingekommen sind in die ersten Minuten. Das hat auch mit den Gegnern zu machen. Die haben auch mehr Impuls nach vorne gegeben. Mehr Zweikämpfe auch angegangen und gewonnen. Dann machen wir das Tor. Und dann weiß man, der Gegner wird kommen. Die haben auch offensiv gewechselt, frische Leute rein. Aber man weiß dann auch, dass man mehr Raum bekommt, ja, im Umschalten. Und das haben wir eigentlich auch gut benutzt. Unsere Möglichkeiten bekommen eine richtig große Chance mit Penil und da war eigentlich 2-1. Und dann sind wir ein bisschen unglücklich in das Verteidigen. Man muss zurück, ja, und dann ist Maria noch nicht so lang Verteidiger. Seine Aggressivität gefällt mir, aber auf diesem Moment muss man eigentlich etwas mehr nur den Mann vor sich halten. Das ist ein guter Lernmoment, aber man kann nicht sagen, der hat einen Fehler gemacht, darum haben wir Unentschieden gespielt. Wir hätten auch das zweite Löw machen können, das haben wir nachgelassen. Ein gutes Spiel, also dann hat man doch eine gewisse Unzufriedenheit. Aber wenn wir so weiterspielen machen in den letzten drei Spielen, dann werden wir noch einige Punkte holen und wir haben jetzt schon 49. Ja, wir haben unser Problem natürlich mit Patrick Fabian, der uns weggefallen ist. Ja, heute war es Thomas Eichfeld im Halbzeit mit einer Knieverletzung. Was das ist, werden wir morgen auch sehen. Also es wird dünn, aber ich kann mir nur sagen, die Mannschaft, die heute aufgetreten hat, hat gespielt für 3 Punkte, hat auch gut Fußball gespielt. Und mit noch 3 Spiele zu gehen, habe ich die Überzeugung, dass wir über die 50 Punkte holen. Und das nach so einer Saison voriges Jahr ist das, glaube ich, schon ein sehr großer Fortschritt. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.